Ja, hallo und herzlich. Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserem nächsten Part von Let's Play von der 2. So, wir sind jetzt auf dem Karneval. Haben das erste Level schon gemeistert. Lass Zombies sterben. So, ich hab's im letzten Part gesagt. Ich werde es noch im kompletten Kapitel von Dark Carnival sagen. Bei 20 Abonnenten, hört genau zu, gibt es ein Special von uns. Und zwar, ihr werdet auf jeden Fall den Uncut-Link in der Beschreibung dann finden. Reloading! Damit ihr sowas machen könnt, hier. Schön das Gesicht, die Kopf zur Hälfte abschießen. Ja. Oder abhacken. Und hier irgendwo muss eine Nahkampfwaffe sein. Deswegen freut euch da schon mal drauf und abonniert fleißig und gebt dem Video einen Daumen hoch, falls es euch gefällt. Teilt auf Facebook, whatever. Oder besonders zu teilen. Hey, I'm reloading. Damit es auch wirklich viele Leute sehen. I'm reloading. Oh, die Magnus war auch nice. Ey, Leute. Die sind alle, ja. Magnus habe ich noch nie ausgelacht. Warum schießt die? Okay, die ist nicht ganz auf. I'm a reload. Weil die Bots sind. Das ist wahr. So, okay, und jetzt redet Philipp mal ein bisschen mit euch. The door here. Hier ist übrigens eine Nahkampfwaffe, ne? Ich weiß nicht. Ja. Jo, die finde ich sogar relativ gut. Wir unwesentlich erkennen können, spiele ich auch mit anderen Versionen. Und André ist links in der Videobeschreibung. Hey, watch out! Ja, sein natürlich auch. Ja, natürlich. Vom Boomer voll gekocht. Was wir sehr vorteilhaft haben. Reloading! Irgendwie? Ja, reloading! Ist auch, weil es sieht doch schon down. Wirklich epischer aus. Ja. Wollen wir es Minispiel spielen? Oh nee, lass mal. Nee, ich würde sagen nicht. Passiert. Also hier ist, damit ihr wisst, ist ein Minispiel. Reload. Und hier ist eine Rohrbombe, falls du die brauchst. Vielleicht. Und hier Alter, drei Leute waren gleichzeitig auf dem Klo. Man kann hier diesen Knopf drücken und dann, keine Ahnung, kommen da so komische Peanuts und so böse Leute, die müsst ihr abknallen. Jo. Na ja. Allerdings, ein Nachteil muss ich schon sagen, besteht bei der Uncut-Version. Ist mir noch nie in der Cut-Version aufgefallen. Irgendwie von Zombies sind manchmal Schatten durch Wände. Was das Ganze für die Zombies halt schwerer macht. Und uns, für uns vielleicht ein bisschen zu leicht. Ich find's wirklich schade. Ich bin Adrenalin. Brauchst du jemand? Nee, ich bin gut hier. Ich hab alles ausgemacht. Hier liegt noch eine Gitarre. Ich bleib bei der Mann. Baseballschläger. Okay. Ich war da. Man, ja. I've never been so scared. Ich möchte eigentlich die Feuerarzt. Ich glaub, die gibt's nicht. Nein, kann ich gar nicht. Weil ich mich recht erinnern kann. Wenn wir hier durch. Oh. Oh. Ich weiß, ihr wollt alle Freunde haben, aber. Ui, lecker, lecker. So die Brechzange wieder. Ich. Irgendwie bleib ich so doll für immer, um ehrlich zu sein. Ja, das merken wir alle. Fire coming! Jo, da kommt einer. Damit ich den nächsten nehmen kann. Ist hier nicht jemand? Hier ist ein Granatwerfer. Falls du willst. Hier ist eine Brechstange. Nee, ich nicht. Die will ich überhaupt nicht haben. Hier brennt ein Zombie. Warum duckt ihr sich? Leute, habt ihr das gesehen? Okay. Ich schlag gerade und der duckt sich. Das ist wirklich. Feueraxt! Piebomb! Sehen wir schon wieder so einen scheiß Smoker. Okay, Leute. Einer
Oh. Oh. Das ist der jetzt richtig los. Ich bin zu weh. Einfach mal schön den Kopf abhacken. Ja, da. Oder einfach mal so in der Mitte schießen. Treffen oder voll sein. Jetzt, mein Gott. Ja, die gehen alle schon sofort. Look out! Wie konnten wir da hoch? Alter! Wer? King of Food. Also der Smoker lebt immer noch. Da stand ein Zombie auf dem Zaun. Toll. Achtung, da geht gleich alles wieder hoch. Alter! Und wieso? Ich hatte Lust Moment drauf. Moment mal, Leute. Check it out! Kitty Land! Yay, Kitty Land! So, da hat mich leider gerade jemand angerufen. Leider kann ich das irgendwie nicht ausstellen, dass... Nice! Das war jetzt nicht auf... Dass man nicht genervt wird von den Leuten, wenn man ein schönes Let's Play macht. Deswegen habt ihr das gerade gesehen. Ach nee, die Rohrbombe. Alter! So ist episch. So ist wirklich episch. Reloading! Da wieder so ein bangender Zombie. Doof. Komm. Oh, schade. Irgendwer ist bitter hier. It's a spitter dude! Was? Hunter, 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 wow! Ja, kein hinter dir. Der wird sich jetzt vor mir abgebremst. Das finde ich am lustigsten, wenn die Zombies einfach auf einen zugerannt kommen, die einfach stehen bleiben und den Front wegachsen könnt. Hey, I'm reloading! Da hinten hoppt doch einer. Nee, der ist tot. Also Leute, falls ihr das Spiel noch nicht habt, kauft euch dieses Spiel. Es lohnt sich. Es ist absolut episch, zumindest die Uncut-Version. Ach komm, ich brauche eine Feuer-Axt. Und ja. Hat sie noch nie? Ah, schon, aber. Nie. Ja. Hallo, ist einer auf Klo. Oh, jetzt wollen sie gar nicht mehr aufs Klo gehen hier. Trauen sich gar nicht mehr. Ja, also wenn drei. Brauche ich jetzt nicht. Was war's noch besser? Ich guck mir hier mal die Katana aus. Hier ist ein Katana. Dann nehme ich natürlich die Katana. Ich wollte eigentlich erstmal für ein paar Zombies. Mr. Kettensäge, oder? Wo ist die? Naja, dann zeig den mal, Mr. Kettensäge. Da drin. Ja, da drin. Hier ist Explosivmunition drin. Na? Ja, hab ich da Katana hier. Ja. Oh. Nein! 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 Ach komm! Die Katana vorne bin. Ich werfe mal Molotow. Da hinten sind ein paar Zombies. Brutzel, okay. Brutzel. Lalala, ich renn vor. Ich renn vor. Aber nicht durchs Feuer haben müssen. Burn! Okay, das war episch! Okay, das war einfach nur geil, oder? Back, back. Oh, in der Hälfte zerschnitten hier. Lachs, oh, scheiße. Mit Explosivmunition. Eine Fresse. Die mag ich. Ich schieße die ganze mit Explosivmunition da drauf. Komm her, seriously. Hier ist es Munition und ganz viel anderes. Hm. Was für euch alle? Oh, Achtung! Ich heile mich mal. Alter, wie die alle da vorne doch kommen. Genau. Ammo hier. So, pillen. Einfach noch eine reinstecken. Okay, dann lass mal weitergehen. Oder? Jo. Sollen wir? Yep. Episches Erlebnis hier oben ist doch, wo es nicht hier oben letztes Mal wird. Doch. Oh, hier oben gibt es ja ein bisschen Messe. Hier ist noch ein Sniper. Grab falsch, a weapon. Oh. Ach nee, das ist M60. Ja, ja. I'm a reload. Alter, boah.
Verdammt, ich bin noch rein, dass ich lebe immer. Warum ist der nicht down gegangen? So geht's. Okay. Leute, ach, ihr seht, so schnell kann man von einem Charger erwischt werden. Verdammt, mal recht noch. Wow. Okay. Hier kommt doch die Rutsche, oder? Yay, Rutsche. Wo ich jetzt auch noch fast runtergefallen wäre. Hä? Ui. Standen die vielleicht alle oben? Keine Ahnung, gehen wir hier auch keinen. Okay, dann können wir einfach weitergehen. Okay, nee, das ist irgendwie ein bisschen unberuhigend, um ehrlich zu sein gerade. Ja, irgendwie schon. Irgendwie ja. Ach, hier sind sie. Ich weiß es. Also gerade ist es wirklich unberuhigend. Ja, hier sind sie alle. Ist nochmal ein Katana. Beide Beine, ja, beide Arme abgefettet. Ist hier eine Witch? Ammo hier. Katana hier. Ja, wenn er sagt, die Schlampe nieten wir gleich um. Ja, ja, dann. Hier ist ein Handschuh. Ja, er ist tot. Hallo! Ja komm! Versuch doch mal! Ja. Wo ist die Witch? Keine Ahnung! Sieht irgendwie noch nicht tot aus. Irgendwie. Da ist er! Guck mal da! Hey, I'm reload! Ich schieß mal drauf. Ja, ich hab mich aufgeschreckt und... Reloading! Das war eine einfache Witch. Ich weiß nicht, ich liebe die Axt einfach. Leute, ja? Auch wenn ihr was in die Kommentare schreibt, was ich für eine Waffe benutzen soll, ich werde auf jeden Fall die Axt weiter benutzen. Die ist so geil. Die Kettensäge ist zwar auch nice. Habt ihr im, ich glaube, letzten Part von mir gesehen? Ne, vorletzten Part von mir gesehen. Da habe ich sie einmal kurz benutzt. Ich muss schon sagen, die geht ab, aber ich bin trotzdem Axt-Fan. Reloading! Ach ja, und wenn ihr nicht die Axt habt, diese Axt in der Cut-Version richtig langweilig fand. Sorry, buddy. You'll be missed. Gut, übrigens, wenn ihr eine Lieblingswaffe habt, schreibt mal in die Kommentare, so, ihr wählt meine Sniper und die Katana. Jo, sagt mal, was ihr mögt. Schreibt einfach mal in die Kommentare. Okay. Einfach schnell den Knopf drücken dann. Ja, und schreibt in den Kommentare, wollt ihr weitere Let's Plays sehen? Wollt ihr Commentaries sehen? Wollt ihr andere Spiele sehen? Wollt ihr Steam Games sehen? Was wollt ihr sehen überhaupt? Also, ist ja immer so eine Frage. Irgendwo Rackmann? Ja, da. Und was mich mal brennt, interessieren würde. Ich bin hier gerade. Ja, brennt. Das ist gerade wunderbar. Was haltet ihr von dem neuen Let's Play der 3, Ende des Jahres, denke ich, rauskommen sollte? Was die CryEngine 3 verwendet? Also die Engine, die auf CryEngine 3 gerade verwendet? Was haltet ihr davon? Findet ihr es dann schade, dass wir wahrscheinlich bessere PCs oder sowas brauchen? Weil es wieder dann extrem lang wird, weil Crytek einfach eine extrem gute Grafik hat. Oder findet ihr es besser und epischer mit den Zombies, dass sie besser aussehen? Ja, das würde ich wirklich gerne mal wissen von euch. Hey, there's a safe room in the tunnel of love! Oh, ha, und jetzt ab in den Liebestunnel. Oh, und jetzt geht's ab in den Safe-Room. Ja, ich sag's ja, jetzt! Wow, 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 wow! Gleich. Okay, Coach hat's erledigt. Kommt ihr? Hier ist ein Safe-Room, ne? Get inside! Ja, wir haben gerade noch die Zombies geschnappt. Mm. Achso. Oh, yeah. So, Moment. Ich brauche Health-Kits, Money... Okay, das war's dann wieder für diesen Part. Okay. Wir sehen uns demnächst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte kommentiert eventuell. Und dann bis später. Ciao.